In diesem Video möchte ich euch meine persönlichen Top 5 der hässlichsten Objekte-Sets in The Sims 4 vorstellen. Viel Spaß beim Ansehen! Mit jedem größeren Pack für The Sims 4 kommen ja einige neue Sets mit Objekten ins Spiel, die vor allem von den Spielern, die im Baumodus zu Hause sind, viel benutzt und angetestet werden. Diese Sets sind in den meisten Fällen auch recht schön, ab und zu gibt es mit manchen Packs aber auch große Ausreißer mit besonders hässlichen Objekten. Kommen wir hier direkt zu meinem persönlichen Platz 5, Großstadtleben. Versteht mich hier nicht falsch, Großstadtleben hat auf jeden Fall viele schöne und vor allem auch moderne Objekte zu bieten. Allerdings haben sich die Entwickler für dieses Pack etwas Besonderes ausgedacht. Einige Objekte aus dem Basisspiel gibt es jetzt nämlich nochmal in einer kaputten und etwas günstigeren Variante. Das macht für billigere Apartments auch bestimmt Sinn, allerdings würde ich diese Objekte niemals so in einer meiner Wohnungen platzieren, da sie einfach schrecklich aussehen. Aber nicht nur das ist das Problem, in der Erweiterung gibt es extrem viele Objekte, die im Grunde identisch sind, aber in ein wenig anderen Farben zur Verfügung stehen. Kann mir jemand von euch erklären, in welcher Situation man zudem diese riesigen Bilder hier verwenden soll? Alles in allem werden meiner Meinung nach die vielen coolen Objekte, die in Großstadtleben durchaus vorhanden sind, ein wenig von den hässlichen Objekten überschattet. Platz 4 – Kleinkind-Accessoires. Das im August 2017 veröffentlichte Accessoire-Pack für The Sims 4 war auf jeden Fall mit ein paar lustigen Gameplay-Objekten wie dem neuen Bällebad, der Rutsche und dem Spielegerüst ausgestattet. Die neuen Objekte zählen aber meiner Meinung nach nicht wirklich zu den Highlights. Zwar haben die Entwickler hier und da ein paar coole Deko-Objekte hinzugefügt und auch das neue Dach ist ganz schick, aber ich finde den Plastik-Look der vielen Objekte echt schrecklich. Auch im echten Leben bin ich kein großer Fan von Plastikmöbeln, das ist in The Sims 4 ganz ähnlich. Vielleicht hätten sie als Alternative die Objekte in einer zweiten Version mit Holzverkleidung ins Spiel packen müssen, dann hätte ich die Spielplatzobjekte bestimmt auch öfters benutzt. So allerdings, naja. Platz 3 – Gruselaccessoires. Auf dem Treppchen angekommen befindet sich hier das Gruselaccessoire-Pack. Auch wenn dieses Pack mit insgesamt 70 Objekten im Vergleich zu den anderen Mini-Erweiterungen doch recht üppig ausgestattet ist, sagt mir der Stil der Objekte nicht wirklich zu. Klar, die Objekte sind super gut für einen lustigen Halloween-Geburtstag oder Gruselparty geeignet, allerdings lassen sich diese sonst nicht wirklich in die Umgebung der Sims integrieren. Alle Objekte sind viel zu kitschig und wurden von mir einmal, als ich das Pack gekauft habe, benutzt, danach aber nie wieder. Ich verstehe auch nicht ganz, warum das Pack nicht einfach Gruselparty-Accessoires genannt wurde, so hätte man vielleicht ein paar Missverständnisse mit dem Titel vermeiden können. Objekte, die diesem Thema besser gerecht werden und wirklich in die Thematik passen, findet man wohl eher im Vampire- oder Reich der Magie-Gameplay-Pack und vielleicht noch in der Zeit für Freunde-Erweiterung. Platz 2 – Strangerville. Den zweiten Platz sichert sich das Strangerville-Gameplay-Pack, welches das Hauptaugenmerk definitiv auf das neue Gameplay bzw. die Storyline legt. Mit dem Baumodus nämlich kann das Strangerville-Pack nicht wirklich punkten, welcher in der normalen Alltagsbenutzung absolut schrecklich ist. Einzig und allein die neuen Fenster und Türen gefallen mir recht gut, der Rest der Objekte ist meiner Meinung nach vernachlässigbar. Irgendwie ist hier absolut keine einheitliche Linie zu erkennen, es wirkt so, als hätten sich die Entwickler kaum Gedanken gemacht, was für neue Objekte es im Pack geben könnte. Natürlich, viele der neuen Objekte passen irgendwie zum Thema und gehören wohl eher zum Gameplay dazu, als dass man sie unbedingt in jedes seiner Häuser mit reinpacken muss. Allerdings hätten ein paar schöne neue Objekte mit einem eigenen Stil trotzdem gut ins Spiel gepasst. Bevor wir aber zum ersten Platz kommen, ein kleiner Hinweis. Bei Instant Gaming bekommt ihr viele Packs für The Sims 4 bis zu 50% günstiger. Schaut unbedingt in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und jetzt zu meinem Platz 1, Luxus-Party-Accessoires. Jetzt wird es richtig schlimm, der erste Platz wird vom Luxus-Party-Accessoire-Pack belegt. Dieses beinhaltet unfassbare 12 neue Objekte im Baumodus, die scheinbar für eine luxuriöse Party gedacht sein sollen. Dabei störe ich mich besonders an diesen beiden quietschbunten Objekten, die ich niemals in meinem Spiel verwenden würde. Ansonsten finde ich den Stil der restlichen Objekteauswahl eher billig als luxuriös, auch fällt es einem mit dieser mickrigen Auswahl wirklich schwer, überhaupt ein Zimmer in einem einheitlichen Stil auszustatten. Die Entwickler sind ebenfalls grandios darin, die mickrige Objekteauswahl in den Trailern so gut es geht zu kaschieren. Hoffen wir einfach mal, dass 12 Objekte in einem Accessoire-Pack im Baumodus nicht nochmal vorkommt. Das wäre irgendwie deprimierend. Das war's mit meinen Top 5 meiner hässlichsten Objektesets. Welche davon fandet ihr am schrecklichsten und wie sieht eure persönliche Reihenfolge aus? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.